Ich habe es euch versprochen, dass ich mit dem lieben Martin Bauer M&M gemeinsam einmal über die Technologien der MotoGP plaudern werden. Der Martin ist ja selber MotoGP gefahren als Wildcard-Fahrer vor einigen Jahren. Und da haben wir, finde ich, ein interessantes Video zustande gebracht. Und jetzt ist es soweit und ich halte ein, was ich versprochen habe. Ich plaudere mit Martin Bauer über die aktuellen MotoGP-Technologien, wie es weitergeht, wie es war, was Sinn macht, was eben keinen Sinn machen wird. Bleibt's dran, wird leiwand. Jetzt die MotoGP, finde ich, allein wenn du die Bikes anschaust, Aerodynamik ist tatsächlich stark verändert. Man glaubt halt, oder ich habe immer geglaubt, diese sehr geradlinigen, glatten Flächen an den MotoGP-Bikes mit der Bubble vorne, wo sich der Fahrer verstecken kann, das ist Aerodynamik, das ist perfekt. Wir merken aber, die ganzen Winglets, die jetzt ihre argen Auswüchse bekommen, sind nicht mehr wegzudenken. Was haltest du davon? Wie siehst du das? Bist du sowas schon gefahren sozusagen? Hast du das schon erlebt, wie das ist, wenn man hinter einem nachfahrt, wie dieser Slipstream, also der Sog wirkt, dass man dann auf einmal mit argen Geschwindigkeitsüberschuss da in die Kurve reinfährt? Erzähl. Ja, also früher hat man die Aerodynamik in erster Linie dahin optimiert, dass man so wenig wie möglich Luftwiderstand gehabt hat. Da ist eben bis zur Bubble-Scheibe, wie du es genannt hast, gegangen, dass wirklich der Luftstrom schön über den Körper des Fahrers drüber geführt wird und möglichst wenig Angriffsfläche gehabt hat. Das war so die Hauptprämisse eigentlich bis vor, kann man sagen, zwei, drei Jahren, wo wirklich die Aerodynamik mit den Flügeln begonnen hat. Das war sehr, sehr stark in diese Richtung gepolt. Man hat dann begonnen zu versuchen, diese Winddrücke, die man bei hohen Geschwindigkeiten hat, aber dann schon langsam für zusätzlichen Abtrieb auch verwenden zu wollen. Die Motorräder sind immer stärker geworden, man hat immer mehr Leistung gehabt. Es ist immer schwieriger gewesen, diese Leistung auf den Asphalt zu bringen, weil das Fahrzeug natürlich bei so starken Leistungen immer beginnt zu villisieren, also das Vorderrad beginnt abzuheben. Und da ist man eben dann draufgekommen oder hat die Idee gehabt, man kann sich ja ähnlich wie in der Formel 1 ja den Luftdruck und den Winddruck, den man hat, hier zugute nehmen und das zu nützen, um hier zum Beispiel in erster Linie an der Front, das ist so das Hauptkriterium, was man braucht beim Fahrzeug oder beim Motorrad, dass die unten bleibt, durch diesen Winddruck noch eine zusätzliche Abtriebskraft, besonders an der Front, zu generieren, um hier einfach stärker beschleunigen zu können. Ja, ich kann mehr Leistung freisetzen, was vorher nicht gegangen ist, weil das Fahrzeug vorher schon begonnen hat, irgendwann einmal abzuheben. Kann ich hier jetzt deutlich mehr Last anlegen und mehr Gas geben, weil ich natürlich durch diese zusätzlichen Flügel, und die sind mittlerweile recht groß dimensioniert, also man kann sich vorstellen, man braucht nur mal bei 100 km/h mal aus dem Auto offenen Fenster mal die Hand rausnehmen, weil man sagt, das ist eine relativ kleine Fläche und hält es einmal so angestellt hin, was das für Auf- oder Abtrieb erzeugt. Und mit so einem MotoGP-Motorräder fährt man doch deutlich über 300 km/h teilweise. Das kann man sich vorstellen bei der Geschwindigkeit, was das für Drücke erzeugt oder Abtriebskräfte. Die gehen bis über 30, 40 Kilo teilweise bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Und das erzeugt dann natürlich sehr viele positive Effekte, die man nutzen kann, um eben das Fahrzeug besser am Boden zu halten oder, wenn ich in Schräglage gehe, ein bisschen ein besseres Radienverhalten zu Wege zu bringen, kann ich es nutzen. Es gibt allerdings natürlich auch einen Nachteil. Es ist überall, da wo Sonne ist, ist oft auch Schatten, nämlich der Luftwiderstand. Wo wir vorher gesprochen haben, hat man ja früher versucht, den Luftwiderstand so gering wie möglich zu halten, damit man eben besser beschleunigen kann. Jetzt versucht man, eben Abtriebskräfte zu generieren. Das geht aber niemals, ohne dass ich auch zusätzlichen Luftwiderstand generiere. Weil alles, was ich irgendwie anbaue an Flügeln, hat zwar den positiven Effekt einer Auf- oder Abtriebskraft, je nachdem, was ich haben möchte, aber natürlich auch einen Luftwiderstand. Und deswegen ist es mit den neuen Motorrädern, die eben sehr viel Aerodynamikflügeln angebaut haben, ein deutlich größerer Unterschied, ob ich in einem Windschatten fahre
oder nicht, weil natürlich diese Flügel durch diesen zusätzlichen Widerstand einen größeren Unterschied geben zwischen Windschattenfahren, also im Slipstream hinterherfahren, und in frei angeströmter Position. Und das macht natürlich jetzt einen größeren Unterschied als früher. Also es sind überall so Vor- und Nachteile, wo man aber gesehen hat, dass in Summe durch diese starken Motorisierungen der höhere Luftwiderstand der Flügel mehr oder weniger fast vernachlässigbar ist, weil ich das mit Power wieder wegmache. Ich wollte schon sagen, 363,6 km/h, glaube ich, Jorge Martin auf der Ducati. Ich meine, das ist eh mittlerweile dann offensichtlich schon wurscht. Ne? Richtig, ja. Also da hat man immer noch genügend Power, um das trotz des Flügels zu beschleunigen. Hat aber die Möglichkeit, auf der anderen Seite aus der Kurve raus schon früher mehr Leistung abgeben zu können. Und da hat sich gezeigt, dass das besser ist, früher Leistung freigeben zu können. Profitiert man mehr als der zusätzliche Luftwiderstand, den man in Kauf nehmen muss. Bei der Formel 1 schafft man diesen Spagat, indem man die Flügel sozusagen in manchen Positionen auf neutral stellt. Das heißt, man sieht sehr schön, gerade bei der Formel 1, beim hinteren Flügel, beim Heckflügel, dass da die Flügel gerade gestellt werden können und dadurch auf einmal keinen Fahrtwind mehr oder wenig Fahrtwind abbekommen und kaum einen Downforce mehr erzeugen, weil in dem Bereich ist es egal. Sobald man auf der Gerade ist, beim Formel-1-Auto brauche ich den Abtrieb nicht unbedingt mehr. Wichtig ist es in der Kurve. Und da arbeitet man, kurz gesagt, mit verstellbaren Systemen schon. Das wird vielleicht irgendwann einmal auch, sofern es die Aerodynamik weitergeben wird, also mit der Aerodynamik meine ich diese Flügelpartien, weitergeben wird, das ist ja auch so ein bisschen ein Diskussionspunkt noch, ob das Sinn macht, das beizubehalten. Das könnte sogar so weit gehen, dass diese Flügel irgendwann einmal angepasst werden, je nach Fahrzustand. Ja, weil das würde dann eigentlich richtig Sinn machen. Auf der Geraden, wenn ich keine Willisierung mehr habe oder kaum Willi-Effekt mehr habe, dann stelle ich den Flügel auf flach, habe kaum einen Luftwiderstand und kann somit noch schneller fahren. Also es gibt hier oder noch einiges an Optimierungsmöglichkeiten. Oder ob es sozusagen mechanisch passiert, ne, dass jetzt nichts geregelt werden muss, sondern dass sich es je nach Geschwindigkeit vielleicht eben dann von selber irgendwie verstellt. Ich glaube, da sind wir auch bei den Ride-Height-Devices, die am Anfang war es das Start-Device, wo die Gabel einfach fest reingedrückt wird, damit man einfach flacher mit dem Motorradl dasteht und besser starten kann. Mittlerweile verboten die hinteren Ride-Height-Devices. Wie siehst du das? Ich meine, macht dann die Motorradeln flacher, schneller, aber jetzt hinten schon einmal verboten? Glaubst du, wird es vorne auch verboten, weil es einfach so unberechenbar ist? Also vorne hat man es jetzt verboten. Es ist, hinten ist es noch erlaubt. Vorne verboten. Ja, okay. Genau. Es geht bei den Ride-Height-Devices in erster Linie darum, den Gesamtschwerpunkt des Fahrzeuges absenken zu können. Und gerade an den Stellen, wie wir es vorher schon erwähnt haben, bei diesen starken Motoren ist eher der Punkt immer kritisch, wo ich beginne, auf die Gerade rauszufahren und die Leistung freizusetzen, wo bei diesen Fahrzeugen immer eine gewisse Abhebetendenz des Vorderrades eintritt. Das kann ich minimieren, nicht nur durch die Flügel, das ist die eine Methode. Die andere ist, den Schwerpunkt des Fahrzeugs tiefer zu setzen. Weil das Aufstellmoment, kann man sich vorstellen, je tiefer der Schwerpunkt des Fahrzeugs runter wandert, desto geringer wird dieses Aufstellmoment und desto mehr Beschleunigung kann ich anbringen. Und da hat man sich eben dieses System zu Hilfe genommen. Begonnen hat es eben nur mit dem Starting Device, wo man einfach die Gabel vorne runtergezogen hat. Man hat dann schnell gesehen, dass der abgesenkte Schwerpunkt auch während der Fahrt an manchen Positionen Vorteile bringt und daraus ist dann dieses Ride-Height-Device entstanden, wo ich während der Fahrt auch diese Höhen anpassen kann. Und da geht es eben darum, den Gesamtschwerpunkt eben runterzunehmen, indem ich eben nicht nur vorne, sondern auch hinten absenke, das gesamte Fahrzeug. Im Gegenteil, man kann sogar durch Absenken des Hecks deutlich mehr Schwerpunktsverlagerung zustande bringen, als wenn ich das nur vorne mache. Weil man kann sagen, wenn man das Zentrum der Masse in Längsrichtung des Fahrzeuges anschaue, kann ich das deutlich stärker beeinflussen, wenn ich das Heck bei der Schwinge absenke, als nur vorne. Und deswegen geht man da in diese Richtung. Wird natürlich sehr stark diskutiert, weil es natürlich sehr viel Aufwand bedeutet. Auch
Die Fehleranfälligkeit ist natürlich nicht ganz unerheblich bei solchen Systemen. Macht es Sinn, das noch weiter zu betreiben und auf die Spitze zu treiben? Da sind jetzt gerade Diskussionen im Gange. Vorne hat man es, wie wir schon erwähnt haben, eigentlich schon verboten. Ist schwer zu sagen, in welche Richtung das gehen wird. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie hoch oder wie stark man die Kosten reduzieren möchte in diesen Serien. Es ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, um das am Leben zu halten, weil man darf nicht vergessen, die Konzerne tun es immer schwerer, diese finanziellen Mittel aufzustellen, die für solchen High-End-Rennsport benötigt werden. Und deswegen ist es oft nicht schlecht, manche Systeme komplett außen vor zu lassen, um die Kostenexplosion etwas in den Griff zu bekommen. Und das wird sicher ein Punkt werden, was in Zukunft auch noch diskutiert wird. Ich glaube also nicht, dass die Prototypen-WM jetzt den Anspruch hätte, in die Serie übergehen zu müssen. Aber in Wahrheit, diese Ride-Health-Geschichten haben halt für die Serie tatsächlich überhaupt keine Relevanz. Und ich glaube fast, also wenn sie das eine jetzt schon abdrehen, dass das andere dann auch früher oder später abgeschafft wird. Eine Sache, beziehungsweise zwei Sachen, wo ich jetzt mit diesem Übergang in die Serie dich fragen möchte, ob du da vielleicht ein bisschen mehr Einblick hast. Zwei Dinge, von denen man weiß, die sind in der MotoGP mittlerweile Standard, aber man weiß ganz wenig drüber und man weiß jetzt auch nicht so recht, wie ich sage es einfach, Seamless-Getriebe. Dieses stufenlose Getriebe, das keinen Vortrieb sozusagen einbüßt beim Schalten und vielleicht auch diese pneumatischen Ventile. Hast du da ein bisschen mehr Ahnung als wir alle, oder? Ja, also die Hersteller lassen sich da nicht so groß drüber aus, aber es gibt schon gewisse Grundsachen, die man über diese Systeme sagen kann. Beginnen wir vielleicht mal bei dem Ventiltrieb, beim pneumatischen. Da geht es eigentlich darum, hier höhere Drehzahlen erreichen zu können. Bei hohen Drehzahlen limitiert einem eigentlich der Ventiltrieb bei einem Motor, die Drehzahl noch höher zu nehmen. Ja, also das ist immer so, das Drehzahlkritische stellt meistens der Ventiltrieb dar. Bei den Kolben etc., Zylinderkonfigurationen kann man sich recht gut helfen. Hier kann man mit kürzeren Hüben, also das Bohrungshubverhältnis, kann man ändern, indem man eben auf kürzere Kolbenhub geht und dafür größere Kolbenfläche erzeugt, hat man zwar immer noch dasselbe Volumen, dasselben Hubraum, allerdings weniger Kolbengeschwindigkeiten. Somit da habe ich ein bisschen einen Spielraum, wo ich mir schwerer tue, ist bei hohen Drehzahlen eben mit dem Ventiltrieb. Und da kommen eben diese pneumatischen Ventiltriebe zustande. Da geht es im Endeffekt darum, dass ich normalerweise nimmt man ja für das Ventil, dass das Ventil in die Ausgangsposition wieder zurück kann, nachdem es vor der Nocke geöffnet worden ist, eine normale Spiralfeder. Man kann sich aber vorstellen, das Problem ist, dass bei hohen Drehzahlen das Ventil irre oft auf und zu machen muss in kurzer Zeit. Also wir haben, ich sage mal, bei 18.000, 19.000 Umdrehungen teilweise 150 Vorgänge pro Sekunde, wo das Ventil auf und zu machen muss. Also man kann sagen, das muss öffnen und schließen in weniger als einer Hundertstel Sekunde. Und dass hier das Ventil der Nocke noch folgen kann, gerade beim Zumachen, beim Aufmachen ist nicht das Problem, weil da drückt es die Nocke sowieso auf, aber nachher, das so schnell dagegen, richtig, das so schnell dagegen drückt. Nachher muss ja das Ventil durch die Federkraft an die Nocke wieder zurückgeschlossen werden. Und hier beginnt dann irgendwann einmal bei höheren Drehzahlen eben das Ventil, dem der Nocke nicht mehr folgen zu können. Man nennt es, dass das abhebt, also es hebt quasi von der Nocke ab und hämmert dann wieder auf die Nocke drauf. Das Draufhämmern wäre noch gar nicht das Problem, aber das Schlimme ist, dass ja der Kolben bereits im Rauffahren begriffen ist und wenn das Ventil hier noch nicht rechtzeitig schließt, weil es eben schon abhebt und zu träge ist, dann beginnt hier ein Kontakt zwischen Kolben und Ventil und zerstört den Motor. Und hier setzt eigentlich der pneumatische Ventiltrieb an, wo eben diese Spiralfeder, die in diesem Fall zu wenig Kraft eigentlich aufbringt, hier mit einem Luftpolster gemacht wird, den ich sozusagen über den Druck regulieren kann. Und dadurch kann ich natürlich ein deutlich schnelleres Schließen des Ventils wieder erreichen und erreiche somit höhere Drehzahlen. Also das ist sozusagen ein technischer Lösungsansatz, um sehr hohe Drehzahlen erreichen zu können.
ist von der Bauform aber sehr aufwendig. Ich brauche einen Druckvorratsbehälter, das wird meistens mit Stickstoff betrieben und. Ist für eine Serie eigentlich undenkbar, weil eins muss man schon sagen, wenn dieses System ausfällt, wenn ich aus irgendeinem Grund einen Druckverlust habe, schließt mir das Ventil gar nicht mehr und ich habe einen kompletten Motorschaden. Ja. Also das ist was, was ich für ein Serienfahrzeug gar nicht gebrauchen kann. Da brauche ich irgendwas, was betriebssicher ist. Und ich sage mal, auch mit den normalen Spiralfedern sind Drehzahlen mittlerweile von 16.000, 17.000 Umdrehungen auch schon erreichbar. Wir sehen es bei der Fireblade, die ja irrsinnig hoch in der Serie schon dreht. Also es ist nicht unbedingt notwendig, das in der Serie auch einzuführen. Die Desmotronic von Ducati, kann die das schaffen oder ist das auch irgendwann dann am Limit? Ja, also die Desmotronic hat sogar noch einen Vorteil im Vergleich zu den pneumatischen Ventilsteuerungen, weil die eine Zwangsschließung hat, also die hat des Ventils. Man hat hier zwei Nocken sozusagen für ein Ventil. Die eine Nocke öffnet es und die andere schließt es. Das heißt, das kann gar nicht abheben. Damit habe ich eigentlich einen sehr drehzahlfesten Ventiltrieb und kann ohne Probleme recht hohe Drehzahlen fahren. Ist natürlich auch ein Grund dafür, warum Ducati von der Motorleistung, man kann sagen, fast alleinstehend derzeit ist. Es gibt kein zweites Motorrad, was in diese Leistungsbereiche reinkommt. Wir reden ja mittlerweile doch schon von 300 PS, was diese Dinger da abliefern. Und da hat Ducati mit ihrer Desmotronic sicher einen gewissen Vorteil, auch geschuldet der jahrelangen Anwendung dieses Systems von Ducati. Ducati hatte schon vor vielen Jahren damit begonnen. Eigentlich ein Grundbaustein von Ducati, die Desmotronic, kann man sagen. Und hat dadurch so viel Erfahrung auf dem System, weil es nicht ganz unkritisch. Man kann sich vorstellen, das Ventil muss sehr genau und präzise geführt werden. Das heißt, das Spiel zwischen dem, der das öffnet und das wieder schließt, des Systems, das darf nur sehr gering sein, weil sonst würde das Ventil gar nicht mehr ganz schließen. Weil man muss gewährleisten, dass es auch wirklich in den Endanschlag reinfährt. Das darf nicht zu viel vorgespannt sein, sonst wird die Nocke das Ventil dehnen und. Also es gibt da sehr viele Anforderungen an so eine Desmotronik. Weil dort ja auch 19.000 Umdrehungen gefahren werden. Natürlich, genau. Aber man kann sagen, die Desmotronik ist wahrscheinlich noch drehzahlfester als die pneumatische Ventilrückstellung sozusagen. Ja, was ist mit dem Seamless-Getriebe? Kann man da das Seamless-Getriebe, nachdem ja bei einem Rennen, man kann sagen, so zwischen 500 und 800 Schaltvorgänge auftreten, kann man sich vorstellen, dass wenn man hier eine Lösung findet, den Kraftfluss nicht unterbrechen zu müssen für einen Schaltvorgang, dass man hier sehr viel Zeit gewinnen kann. Und man hat es eben vor vielen Jahren in der MotoGP schon erkannt, dass hier auch ein gewisses Zeitpotenzial drinnen ist. Man muss ja bei einem herkömmlichen Ziehkeilgetriebe oder Schaltgetriebe, wie wir es bei normalen Motorrädern finden, den Kraftfluss zuerst unterbrechen, um hier den einen Gang rausziehen zu können und den nächsten einlegen zu können. Und auch wenn das schon recht schnell geht bei den heutigen Getrieben, hat man immer noch so 50, 60 Millisekunden Unterbrechung. Und das bedeutet einfach weniger Vortrieb und zusätzlich auch noch mehr Unruhe. Ja, weil wenn ich den Kraftfluss unterbreche, entsteht im Chassis immer eine Lastverschiebung. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte so gut wie möglich immer konstant das Gewicht am Hinterreifen haben in der Beschleunigungsphase, um hier auch maximalen Grip erzeugen zu können. Und da setzen diese Seamless-Getriebe eben massiv an. Hier bin ich in der Lage, eben ohne Kraft zu unterbrechen, den nächsten Gang einzulegen. Technischer Seite passiert es so, dass eben, wenn der nächste Gang eingelegt wird, der übernächste schon vorgerastet wird. Und somit, ähnlich wie man es von einem Doppelkupplungsgetriebe hat, wo man eigentlich nur zwischen den zwei Zahnrädern dann hin und her switcht, ergibt sich hier quasi ein sehr schöner Übergang zwischen dem einen und dem anderen Gang, ohne die Kraft unterbrechen zu müssen. Und das Aber ist, es ist eben kein Doppelkupplungsgetriebe. Es ist kein Doppelkupplungsgetriebe. Es wird hier mit, jeder löst es ein bisschen anders, mit verschiedenen Keilen gearbeitet, wo, wenn die Kraft vom einen Zahnrad aufs andere übergeht, wenn man so möchte, die durch diese Keile der andere rausgedrückt wird. Ja, also wenn ich vom zweiten auf die dritte schalte, wird die dritte vorgerastet und wird durch
durch das, aber einfach sozusagen gleichzeitig. Das ist gleichzeitig aktiv und wird sozusagen, nachdem dann der dritte Gang übernommen hat, dreht er natürlich dann die Welle anders in einer anderen Geschwindigkeit als der zweite Gang und der nimmt über Klauen, also es sind keine Klauen, sondern so Keile, drückt den automatisch wieder raus. Und somit habe ich nicht das Problem, dass sich zwei Gänge gleichzeitig sich verkeilen, was ja normal passieren würde, wenn ich zwei einlegen würde, sondern der eine übernimmt und drückt den anderen automatisch raus. Und dadurch habe ich hier eigentlich keine Zeitverzögerung und brauche auch den Kraftfluss nicht unterbrechen. Er gibt natürlich Riesenvorteile im Rennsport, ist etwas aufwendiger natürlich in der Konstruktion und in der Umsetzbarkeit. Deswegen ist es eine Frage, inwiefern das auch in die Serie Einzug hält. Wäre natürlich eine schöne Sache, keine Frage, weil es natürlich auch vom Fahrkomfort angenehmer ist, so ein Seamless-Getriebe, weil hier dieser Ruck oder der Kraftfluss vom Motor nicht unterbrochen werden muss. Es ist selbst beim normalen Fahren ist es eine angenehme Geschichte, weil ich dieses Nick-Moment sozusagen. Wie du richtig auch gesagt hast, bringt dir dann Unruhe in die Fahrer, ins Chassis, genau, und alles. Richtig. Also da würden wir uns freuen, ne, wenn Sie das machen würden. Genau, also da geht es wirklich darum, hier eine alltagstaugliche Version daraus filtern zu können, die auch von den Kosten überschaubar bleibt, damit der Serienpreis für so ein Fahrzeug jetzt nicht ins Utopische steigt. Das sind ja doch durch viele zusätzliche Features, die so Fahrzeuge mittlerweile in sich tragen, ja eh schon recht hoch geworden, die Preise. Möchte man natürlich versuchen, hier den Preis nicht zu explodieren zu lassen. Wobei, wenn man eben hört, was so in den Pipelines der Hersteller sich befindet, Ducati soll daran arbeiten. Da können wir uns natürlich vorstellen, dass, wenn ein Seamless-Getriebe käme, es dann ohnehin ein hochpreisiges Ducati-Gerät wäre, vielleicht eine neue Superleggera, was auch immer, die dann halt statt 100.000, 150 kostet, weil es ja dann eh schon wurscht ist. Ja, meine Lieben, da ich es eigentlich dank Martin so erwartet habe, dass das total interessant ist und einfach umfangreich von dir beantwortet wird, ich finde es ja auch sehr interessant, müssen wir tatsächlich auf zwei Teile aufteilen. Somit bedanke ich mich, dass ihr beim Teil 1 unserer MotoGP-Spezialsendung des RaceLabs so brav zugeschaut habt und zugehört habt. Es folgt in Kürze der Teil 2. Martin und ich plaudern weiter, aber Teil 2 in Kürze.